Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge von Story of Seasons Pioneers of Olivetown. So, Nando, erstmal guten Morgen. Ihr seht, es ist wieder ein bisschen später geworden gestern. Geilo, 10er Süßkartoffeln, endlich läuft bei uns. So, was sind das für gelbe Blumen? Keine Ahnung. Kann ich ja noch gar nicht, hä? Sind die... Ah, die Rosen sind fertig. So, die Tomaten, geil. Ey, guckt euch das an. So, im Winter werde ich dann auch mein Feld umstrukturieren, da freue ich mich schon drauf. Oh, die Klematis, 10er Klematis. Alter Geilo. Hä, aber wieso sind die Gelben denn noch nicht fertig? Okay, hier ist noch nichts fertig. So, was machst du hier im Weg? Was ist denn da mit dem nicht in Ordnung? Wächst der hier einfach. So, dann sind auch die schwarzen Rosen fertig. Dann kriegen wir bestimmt noch 6er. Werden wir das schaffen? Ich weiß es nicht. So. Dann haben wir 4er und dann habe ich noch. Oh, hier noch. 6er Süßkartoffel. Was soll das denn? Ich fasse es ja nicht. So, das muss ich jetzt erstmal. Ich brauche echt eine dritte Kiste, ne? Also die Süßkartoffeln. Oh, was ist das denn? Riesensüßkartoffel ist ja mega. Aber es ist ja nur. Ah, ne, ich wollte gerade sagen. Ist ja nur eine 10er, ne. So, die 6er macht auch keinen Sinn. Die verkaufe ich. Die 10er Tomaten auch. Die Riesentomaten sollte ich mal in mein Schlafzimmer bringen, wollte ich schon sagen. In mein Haus. Damit kann man gute Sachen kochen. Die mal auch rein, die auch. Und alles andere verkaufe ich. So, die 6er Hibisken. Ne, was sind das? Klematisse. Die sollte ich auch auf jeden Fall aufbewahren. Kein Platz mehr. Oh, hier muss ich... Wieso ist denn... Kein Wunder, dass ich hier... Was ist das denn? 9er Klematis kann sofort in Müll. Ich habe jetzt 10er Klematis. So, dann verkaufen wir mal das. Ja, kann ich auch verkaufen, ne? Das kann ich an meine Angel machen. Wenn ich immer noch nicht weiß, was das bringt, weil viel hat es beim letzten Mal nicht gebracht. So. Dab, dab. Dab, dab. So, so, so. So und so. Okay. 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 So, dann schauen wir mal, was wir heute machen. Ich glaube, heute will ich die Sache mit den Fischen angehen. Dab, dab und dab, dab. Jo. Das sollte doch soweit passen. Du bist fertig. 10er Honig. Geilo. So. Dann zu meinen Tieren. Ey, lass mich doch mal durch. Ah, cool. Nee, ihr seid ja noch gar nicht fertig. Zuckerrohr ist fertig. Ich dachte, Oliven wären auch schon fertig. Nö. So. Dab, dab. So. Hier bin ich auch total froh, dass ich das herausgefunden habe mit den Smileys, dass ich nur dann die streicheln muss. Ey, stellt euch mal vor, jetzt jeden Tag noch alle zu streicheln. Nee, 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 meins wäre das nicht. So, kommt mal raus. Oh Gott, beinahe alles wieder voll.
Oh, LJ, na klar. So, mich und mich und streicheln. Berg, cooler Name. Ich habe irgendwie vergessen, dass es schon Berg heißt, die Bergziege. So und so. Gott. Ey, ja, ich komme hier. Dum, 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 dum. So. Gott, das kann ich doch niemals alles annehmen. Na gut, wenn ich es gleich reinpacke, dann wahrscheinlich schon. So und so. Gott, das muss ich auch unbedingt alles verkaufen dann irgendwann. Na, wenn es voll ist. Cool, Wabenhonig. So, da ist nichts fertig. Hier. Ja, sieht's eigentlich gut aus. Füllen wir nochmal auf. Aber eigentlich wäre es nicht nötig. So. Düm, düm. Ach so, ich sollte auch mal wieder zu. Oh, Alarmstern bekommen. Cool. Ja, dann machen wir hier mal befüllen und hier mal befüllen. Der Rest dann kann dann weg. Oder ich heb mal die Eier lieber auf. Mal gucken, vielleicht brauche ich die irgendwann. Hier packe ich mal den Honig rein. So. Ach so, dann sollte ich mal auch noch gleich ein Eigericht essen. Dann ist das auch vom Tisch. Und zu Rainer auf jeden Fall heute. Oh, fertig. Packen wir nochmal gleich rein. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. So, langsam wird das Spiel total anstrengend für mich. Ich gar nicht mehr checke so richtig, was ich vorhatte. Und wie ich weiterkomme. So, genau, dann sollte ich mal kurz vielleicht einmal verkaufen. Und dann meine Inseln abgrasen von meinem Gnomen. Dorf der Erdgnome. So. Was hast du mir mitgebracht? Okay. Kann ich heute dann... Krass, 6-mal Holz. Wie wenig. Viehfutter. Okay, vollkommen unnötig. Pestwurz. So. Was hast du mir? Ich habe dir etwas mitgebracht. Kochgnom, okay. Was hast du mir mitgebracht? Oh, Gurke, Hainblumen und rote Paprika. Und du hast mir doch jetzt immer noch nur so ein Schwachsinn, ey. So, dann lass mal Erdgnome verwalten. 117 habe ich. Das finde ich immer noch am wichtigsten. Da hatte ich jetzt ein paar weggenommen, weil ich dachte, dass diese Erdgnome dann als Gnomenpunkte zählen, aber falsch gedacht. So, bestätigen. Ja, ich glaube, Kochgnom wäre auch gut, mal zu unterstützen. Ja, Steingnom steigt bald auf eine Stufe. Hier müsste ich, glaube ich, auch öfter kommen, oder? Oh Gott, wieso geht denn das nicht alle auf einmal? Wieso denn einzeln? So, bestätigen. So, dann habe ich ja noch ein bisschen Platz in der Tasche. Dann gehen wir mal zu einem besonderen Ort. Nee, ich sollte erstmal tatsächlich nach Hause, sonst kann ich ja nichts... Oh Mann, jetzt gehe ich trotzdem in die Lavahülle. Na wohl, da könnte ich eigentlich das Minispiel machen. Ich habe ja noch ein Herz oder zwei zu verdienen. Ich habe ja jetzt meinen Mega-Hammer. Das sollte doch wohl klappen. Irgendwie ab 3500 oder so. Okay, zack. Geil. Und zack. So, ich brauche nur Diamanten. Da sind welche. Und... geilo. Und zack. Zack. Hä?
Ach, da war ein Stein vor. Oh Gott, hier ist eine Fliege, die mich angreift. Hilfe. So. Zeit reicht ja mal locker. Ich muss ja tatsächlich zusehen. Ne, hier ist leer, dann gehe ich mal da nach links. Zusehen, dass ich an die... Verdammt. Dass ich an die Diamanten rankomme. Da hinten, geil. So, das nehmen wir nochmal noch mit. Ey, nein. Okay. So, okay, das sieht doch geil aus. Jetzt nehme ich hier nochmal so eine ganze Stange mit. Und dann haben wir es doch. 4000, ne? Und dann kann ich sogar den noch mitnehmen. Oh shit, das habe ich jetzt nicht bedacht. Reicht das noch? Scheiße, unter 4000. Ups, entschuldigt fürs Schimpfwort. Machen wir gleich nochmal, wa? Hat nichts gebracht. Schnelles Schürfen spielen. Ach, verdammt, ey. So. So. Ey. So, der ist geil. So, dann. Buja. Oh, ist das cool. Und. Buja. Oh, jetzt komme ich ja gar keine Diamanten mehr ran. Das ist doof heute. Oh Gott, das ist ja echt doof gemacht. Ja, hier sind jetzt noch welche. Immerhin. Oh Gott. Das wird jetzt nichts, diese Runde. Toll, das war ja ein Satz mit X. Ja, okay, das war gar nichts, Leute. Es tut mir leid. Neue Runde, neues Glück. Es ist aber tatsächlich glücksbasiert, ne? So, hast du halt Möglichkeiten, an die Diamanten ranzukommen, oder musst du dir so einen Weg freimachen? Wie hier zum Beispiel. Das ist doch geil. Scheibenkleister, die schaffe ich nicht zusammen. Na, ist das mal dein Ernst? So, das sollte doch hoffentlich klappen jetzt. Dann hier noch. Ja. Oh nee, wo sind denn jetzt... Oh Gott, ey. Das ist jetzt schon ein bisschen doof. Okay, hier schaffe ich es noch. Cool. Jetzt konzentriere ich mich nur auf diesen Edelstein. Okay. Und dann sollte das doch klappen. Diesmal nicht übertreiben. Jetzt nehme ich noch einzelne mit. Oder ich warte lieber. Oder vielleicht kriege ich ja noch einen Edelstein. Nee, da komme ich nicht durch. Cool. Nee, alle sollte ich nicht machen. Lieber hier mich durchschlagen. 11 Sekunden noch. Okay, und den mitnehmen. Cool.
Dann sollte das ja jetzt auf jeden Fall reichen. Dann nehmen wir den mal noch mit. Und dann hat sich's. Und? Minispielbelohnung. Du hast eine bestimmte Punkte erreicht. Deine Ausdauer wurde erhöht. Du erhältst 90 Gnomenmünzen. Cool. Dann haben wir das auch geschafft, endlich. Geil. Jetzt habe ich volle Ausdauer. Super. Dann zischen wir aber jetzt zurück zum Hof. So. Krass. 6 Uhr. Oh, das hat aber ewig gedauert, das Spielen. So. Sandwich. Wieso esse ich denn davon eigentlich nichts, wenn ich das schon habe? Paprika habe ich. Gurke habe ich auch. Hainblume, das weiß ich nicht. Jetzt kann ich gar nicht mehr zu Rainer gehen, oder? 6 Uhr. Hm. Na gut, dann packen wir erstmal das alles weg. Da. Hm? Und, und dann gucken wir mal weiter, wie es Reisen, Bohnenrankeninsel, ach nee, oh, das, doch, uralter See, da wollte ich ja hinrutschen. Ah, okay, schaut mal, da passiert gar nichts mehr, ich verstehe. Und dann zu einem besonderen, zum Steinbrechertal wollte ich auch nochmal. Mit euch. Krass. Ja, übrigens zu dem Gerücht, dass das Orialkos. Habe ich überhaupt so viel Platz? Ja, bestimmt. Schneller wächst, wenn ich stehen lasse. Ich habe tatsächlich nachgelesen, dass das nicht stimmt. Das ist einfach. Man hat jeden Tag. Also es wächst nicht schneller, sondern es wächst genauso, als wenn ich alles sozusagen wegnehmen würde. Ja, und die Leute, die haben es einfach nur zum Flexen gemacht, sozusagen, wenn ihr versteht, was ich damit sagen will. Also, die haben alles jeden Tag weggemacht, außer, die Oriakos-Steine, um dann zu sagen, ah, guckt mal, wie viele ich hier habe, um coole Bilder zu machen, was natürlich cool ist, aber ich glaube, tatsächlich, das bringt nicht so viel. Aber ganz genau weiß ich es nicht. Ich wollte es euch mal in ein Tutorial hier reinmachen. Aber noch nicht geschafft. Naja, ich nehme erstmal alles mit, was ich hier heute kriegen kann. Ich sollte vielleicht auch mal essen. Okay. Unaufhörlicher Appetit. Okay. Oh Gott, wie spät ist es denn schon? Es vergeht echt viel Zeit. So, dann hier noch ein bisschen was wegnehmen. Und dann habe ich, glaube ich, alles. Da ist noch Gold. Und Silber. Ich bin ein wenig müde, ja, das verstehe ich. So, dann lasse ich die mal da. 1, 2, 3, 4. Das merken wir uns mal. Mal gucken, ob wirklich es schneller wächst. Zurück zum Hof. Also ich finde, es erscheint mir logisch, dass es nicht schneller wächst, tatsächlich, aber ja, ich kann mich natürlich auch irren, es ist einfach nur eine Vermutung. So, dann haben wir doch wieder genug von allem, dann versuche ich das mal zu machen. Und dann werden wir nächste Woche zu Rainer gehen, nächste Folge, das auch mit den Fischen endlich versuchen mal zu starten. So, dann befüllen wir mal den Kladderadatsch hier. Wieso wächst denn da eigentlich ein Baum? So. Dann ist es doch ziemlich cool. Dann müssen wir jetzt echt die Dorfbewohner. Seht ihr schon wieder 2 Tage, glaube ich, in der letzten Folge gestern auch nicht. Nicht einem Dorfbewohner ein Geschenk gebracht. Da muss ich auch mal raussuchen, was die am liebsten mögen und das endlich denen schenken. Das muss ja langsam mal vorangehen. Aber ich habe so viel gelesen, dass die Kaffee so viel mögen und ich weiß nicht, wie ich Kaffee kriegen kann, weil ja, ich habe halt keine Kaffeebohnen zum Anpflanzen. Naja. Hä? Ach, das ist noch gar nicht fertig, okay.
Hier ist wieder alles voll. Naja, hier kann ich wenigstens das reinmachen. Pestebrutz hebe ich auch mal auf. Hier war jetzt auch nichts mehr fertig. Nee. Tiere habe ich mich gekümmert. Das kann ich neu machen. Da sollte ich auch mehrere mal herstellen. Oh, ich dachte, dich nehme ich gleich mit. So. Dann machen wir heute noch was. Hier angeln können wir ja gleich mal. Da können wir für Rainer noch ein bisschen wie mache ich denn das jetzt? Nee. Hä? Wie mache ich das mit der Angel? Nein, das wollte ich jetzt auch nicht. Nee. Angelköder, eine Basis zum Herstellen von Ködern. Angler, die etwas auf sich geben, haben so etwas in der Hand. Hä, wie mache ich denn das nochmal? Ich wusste das doch. Nee, und Angel. Hä, sag mal. Aufteilen und nehmen, auswählen, Gegenstandsmenü. Nee. Ich musste erst Köder herstellen dadurch oder so. War das nicht irgendwie so? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Naja. Angeln wir noch die restliche Zeit. Oh Gott, der bewegt sich ja gar nicht. Oh Gott, das schaffe ich doch gar nicht. Naja, es könnte funktionieren. Das ist aber meine letzte Chance. Oh, geil. Was ist das denn? Ein Lachs. Okay, hä? Auch nur zwei Sterne. Wieso waren da Doppelausrufezeichen? Oh. Wollte schon sagen. Hm. Komisch. Döp, döp, döp. Na gut. Dann haben wir den auch noch. Sardine. Dann zwischen wir mal weiter. Also mit den Doppelausrufezeichen. Okay, ist halt Lachs. Ist der so besonders? Ups. Super. Die Sardine wieder. Hä? Dum, dum, dum. Ich weiß, ich musste Angelköder herstellen, oder weiß nicht, ich konnte das bauen im Baumenü. Ich guck mal gleich. Oh, was bist du denn? Ein gemeiner Kalmar. War das nicht hier irgendwie? Angelköder herstellen? Nö. Vielleicht fahren das nochmal. Ah, doch, da. Ah, okay. Wollte doch sagen. Was war denn das? Was brauchte ich denn jetzt dafür? Normales Gras? Wahrscheinlich. Ach, fünfmal. Hm, das bringt mir ja gar nichts. Ups. Na gut, dann machen wir hier noch weiter. Der letzte Fisch für heute. Hoffentlich was Gutes. So, so, so. Gott, ja, bewegt sich aber nur langsam. Und jetzt sollten wir ihn haben. Gut, wieder eine Sardine. Super. Dann vielen Dank fürs Reinschalten. Und so ein Oschi. Neuer Titel. Vielen Dank fürs Reinschalten und viel Spaß beim selber Spielen.